Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurage und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands The Pre-Sequel auf dem schönen Mond Elpis. So, wir sind gerade angekommen in, hier oben steht es auch nochmal, Split Roundy Way Station. Nein, wir sind in Sentis Waste angekommen und müssen das Orbatron holen. So, dazu brauchen wir natürlich ein Fahrzeug. Fahrzeuge kriegen wir nämlich hier und zwar an der Moonsumi Station. So, Moonsumi Station, da gucken wir auf, was haben wir denn überhaupt? Ach, hier können wir das Layout mal ändern. Nehmen wir mal die Variante und steigen mal in das Fahrzeug ein. So, da mal ein. So. So, Oh, da bat er sogar. Oh, einmal die Kleinen hier zu legen hier. Es sind noch ein paar mehr hier, so. So, das war da wohl ein Badass. Oh, Karre und Brocken. Ah, ja. Auch zerlegt hier. Der teilt sich dann im Neuen. Also halt nicht so schön. Finde ich persönlich kacke. Ein Glück haben wir das Fahrzeug, sonst wäre das hier alles deutlich unschöner geworden. So, auch weg damit. Noch einer hier. So, mal aussteigen, weil sonst zerlegt sich unser Fahrzeug hier. Ah, da hinten haben wir noch einen Leck laufen hier. So, alles übergebraten. Okay, dann räumen wir mal das ganze Schlamassel, was wir hier angerichtet haben, mal ein. Hier gibt's Kohle. So, hier haben wir was Grünes. Was ist das hier? Das ist eine Pistole. Vielleicht mal noch mit unserer existierenden Pistole. Naja, ist bloß aufnehmen angesagt. Erbeute, kaufe 5 Objekte. Ah ja, neue Herausforderung. Hier haben wir ein Schild. Den nehmen wir bloß so mit. Health brauchen wir nicht. Munition, die brauchen wir auch nicht. Da oben liegt auch noch was rum hier. Cool. Ah, das ist dieser komische Bobbel da drin gewesen. Alles schön. So, aber unser OS geht aus. Das ist schlecht. Und da haben wir eine lustige Sauerstoff. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie die Dinge heißen. Aber da gibt es Sauerstoff. Das ist eigentlich die entscheidende Information. Mehr müssen wir darüber gar nicht wissen. Oh. Führe 50 Booster und dann werden wir das einmal tun hier. So. Aufsteigen und rein da in der lustige. Werfen wir mal einen Blick, wo wir eigentlich hin müssen. Wir sind da und müssen irgendwie nach dort. Alle klar. Einmal eine Runde rumfahren. Alle klar. Wäre auch schön, wenn es so einfach wäre. So. So. Mal gucken, was die Freunde alle von uns wollen. Die sind mir langsam lästig. So, mal einen Blick auf den Map werfen. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Alles klar, wir müssen nämlich sowieso in die andere Richtung. Und zwar eher so da lang. Oh, haben wir den über den Haufen fahren hier? Ja, den haben wir ein bisschen über den Haufen gefahren. Okay, machen wir nochmal, steigen wir mal aus. Das war, wir wissen ja, wenn wir aussteigen, gibt das deutlich mehr Erfahrungspunkte. Genau, hier mein Freundchen hier. So, mal wechseln wir die Waffe, weil die sind wie gerade alle. So, naja, kommen wir zwei neue raus. Ist ja hier das Problem bei dem Freund. Das ist ja ein Teil nämlich hier. Interessant, genau. Wenn wir die selber töten, kommt auch Sauerstoff raus. Ah, ja. So, Sauerstoff einsammeln. Also sollten wir doch lieber, wenn es gilt, diese Dinger selber töten, gucken. Wir sind jetzt da und müssen nach dort. Nein, wir müssen erstmal nach vorne, und zwar zum Fahrersitz. Das steigert die Chance auf Fortbewegung ungemein. Momentan bin ich ein bisschen orientierungslos.
Ah ja. Alles klar. Warum nicht so, wenn's... Oh, da will ich aber gar nicht hin. Momentan will ich doch nach da. Aua. Ich habe noch so ein bisschen kleine Schwierigkeit, mich hier ein bisschen in der Umgebung zurechtzufinden. Hier habe ich gerade das Problem. Okay, hier sind auch wieder welche. Da steigen wir gleich mal spontan aus, damit wir unseren Spaß haben können. Okay. Na, du willst mir auch Keks gehen, ja? Dann werden wir die gleich bei Lady, ja. So, du jetzt auch noch hier. Komm her, hier, Crit, Crit. Erledigt. So, die sind ja eigentlich relativ simpel und schnell erledigt hier. Und bringt die ganze Menge Sauerstoff. Genau. Brauchen wir keinen einsammeln. Mal schnell unterwegs, haben wir noch eine neue Kanone. Die nehmen wir bloß so mit, weil... Der schreit noch rum. Ah, du schreist ja noch rum. Hast ja auch ausgeschrieben, mein Freund. Hier, Stress machen ist nicht. Oh, jedes Mal landen wir an der Stelle. Ah, jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind. Aber... Ja, wieso ist denn das eigentlich zusammengeklappt hier? Eine Frechheit, sowas. Nachladen. Das ist schön, warum aber Achtung, wenn Atmosphäre vorhanden ist. Ne, aufnehmen ja. Oh, was haben wir da? Eine Kanüle, nehmen wir einmal mit. Dann müssen wir nächstes Mal kräftig verkaufen jetzt hier. Da haben wir auch genug hier. Na, in den Boxen ist wieder bloß Geld drin. Das kennt man ja schon. Das ist ja in den anderen Borderlands-Fällen auch. Und wieso? Gibt es so bestimmte Boxen, da ist immer das gleiche drin. Oh. Und hier sonst noch was, was aufmachen geht. Darüber rennen tue ich jetzt nicht mehr. Alle Klärchen, Popärchen, würde ich schon mal meinen. So, Sauerstoff haben wir hier und aufstecken. Mir egal, wir haben doch unser lustiges Sauerstoffmützchen auf. Mal gucken, wo kommen wir denn hier hin? Ah ja. Das heißt, müssen wir irgendwie nach da oben fahren. Aber da kommen wir nicht hoch, dann müssen wir hier ein bisschen. Alle klar, sieht doch ganz super aus, wenn man weiß, wo es lang geht. Und zwar rein hier. Aussteigen. Dann können wir uns ja die Hauptaufgabe weiter folgen. So, apropos Hauptaufgabe, da ist er. Ja, hier. So, was haben wir denn hier? Damit können wir immer noch interagieren. So, wir werfen mal einen Blick rein ins Inventar. Machen wir lieber hier drüber. Ah ja, das ist cool. Benutzen, so. Ganz mal sortieren nach Typen. So, wir haben eine 37. Das ist definitiv... Gar können wir nicht als Schrott markieren. Aber die würde ich gerne mal aufheben. Die... Ja, als Schrott markieren geht wir mal nicht. So, aber du hast ja eben einen neuen Skin für deinen Charakter freigeschaltet. Bei deinem nächsten Besuch einer Schnellwechselstation kannst du deinen neuen Look ausprobieren. Schön. Aber andere Sorgen. So, wir... Nochmal 30 und hier mal 37. Dann wechseln wir doch einfach mal spontan die Ausrüstung, genau. Und gehen da hier rein. Munition kaufen. Markus Munition, alles klar. So, verkaufen tun wir jetzt auch erstmal. Und zwar das ganze Zeugs hier. Den brauchen wir nicht. Die Schöne sind den, den wir haben, auch besser. Kann der auch weg hier. Weil da ist nämlich einer mit 131. So. Alles klar. Okay, 103 bringt dich nicht so wirklich viel Schöne. Ich habe ja den Tipp bekommen, ab und zu mal ja die Automaten reinkommen. Hier soll die Chance deutlich größer sein, dass man wirklich mal was bekommt. So. Ja, schön, dich auch. Was ist ein Obertron? Alles klar. Danke, nehmen wir gerne mit. So. Abgeschlossen. Quest. Leih dir das Obertron für unbestimmte Zeit aus. Also für immer. Auf nach Concordia, abschließend mit Springs. Alles klar. Da gibt es nochmal eine Kanone, die bringt uns jetzt nicht so viel ein. Und okay, Kapitel 3. Vehikel über den Riss, dann ist der Weg nach Concordia frei. Alles klar. Wenn du dort bist, dürftest du auch dein Störsignal finden. Oder alles klar. Wir treffen uns dann dort.
Ja, wie kommst du denn dahin? Viel Glück bei all deinen Morden, Nisha. Alles klar. Okay, Nova, no problemo, Elektro-Tod. Schließe dich auf dem Mond oder irgendwas in der Art. Schieß dich doch auf dem Mond, ah ja, oder irgendwas. Lande zwischen den Sternen, nimm auch natürlich mit dir. Torier, es gibt Waffen und es gibt Explosionen. Alles klar, Geschichte von Elab. Spring könnte dir verborgene Talente besitzen, kleine Kinder zu unterhalten, betone auf könnte. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Alles klar. Wenn du er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir. Alles klar. Dann folgen wir dir. Ah ja, das ist der Safe. Safe ist gut, das ist ein riesen Karton. Ich bin ausgetrocknet wie ein... Naja, ziemlich halt. Ah ja. Klopfsignal. Toller Safe. Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Nova-Schild, okay. Kiste geöffnet und setz ein Schock-Nova frei, wenn es aufgebraucht ist. Muss zwischen Novas völlig aufgeladen sein. Alles klar, bringt uns nicht viel. Ich habe die Kombination von meinem Safe vergessen. Dann öffnest du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Der Schild ist dein Dietrich. Ah ja. Erreiche den Wachturm. Mal gucken, was wir so noch an Quests jetzt eigentlich haben. Wir kümmern uns erstmal um die Nebenquest. Ödnisstille, finde Märchen, alles klar. Hilfsbrings ein paar Motivationsplakate auch anzufertigen und oh ja. Okay, kümmern uns erstmal um das Ding hier. Dann geht's dann da los hier. Okay, aufsetzen und dann werfen wir mal einen Blick auf die Map. Wo müssen wir denn da hin? Ah, da müssen wir hin. Die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Kartenausgang verlasse zurück. Alles klärchen. Ich habe nur die Befürchtung, wir können zwar hier lang hoch. Oder einen Sprung darüber. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Laufen haben wir nicht keine Lust. Okay. Okay. Mal gucken, wenn wir hier runterfahren. Kommen wir denn zwar... Dahin aber nicht da, wo wir hinwollen. Alles klar. Also eher nicht hier lang. Ist gar nicht so einfach, wenn man die hier auskennt. Okay. Ein Blick auf die Map. Jupp. Also mal, wo es wieder lang geht hier. Genau. Da, wo wir hergekommen sind, geht es wieder zurück. Oh, weiter. Reisen wir einfach nach Regulus Ranch. Mal gucken. Blick auf die Karte. Wo sind wir hier? Ach, da müssen wir hin. Dort sind wir. Das heißt, wieder mal gekonnter Sprung hier rüber. Du brauchst diesen Schild, um den Safe zu knacken und den Kram zurückzuklauen. Alles klar. Ich weiß nur, dass ich so lange nicht hinkomme. Das ist natürlich doof, wenn das Spiel mir einen Weg anzeigt, wo ich gleich langkomme. Oh. Die medizinische Rettung wurde durchgeführt vom Feld-Wiederbelebungssystem. Alles klar. Laden wir den Freund mal nach hier. Ja? Wobei es interessant ist, eine Mischung aus Sniper und. Also von hier aus kommen wir so einfach gar nicht rüber. Ah, hier ist ein dünner, schmaler Pfad. Da könnten wir eine Chance haben, wenn ich das richtig sehe. So, also mal drüben. Ja, das weiß ich, aber deswegen gehen wir gleich hier mal rüber und tanken mal auf. So, Glück. Also, ein zusätzliches Spielelement, was ich eigentlich bis jetzt noch ganz nett finde. Mal sehen, ob wir auch andere O's finden, mit denen wir dann ein bisschen schneller vorankommen. Das wäre natürlich ungemein praktisch, als wenn wir nur das Kleine hätten. So, ich habe die Befürchtung, dass nämlich jetzt hier gleich ein bisschen Freunde da sind. Ah, da haben wir schon den ersten. Oh, da ist er schon hinüber.
Da kommt der nächste. Der war noch nicht mal in Reichweite. So, sieht super aus. Wir sind nämlich heute durch mit unserer Zeit. Kein Freund in der Nähe. Da machen wir hier gleich eine Pause und machen dann morgen hier gleich weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Bis dahin, amüsiert euch mit der Endcard. Das hier am Ende ist die Endcard auf der schicken Endcard. Das ist wie meine Videoempfehlung. Und diesmal Let's Create Space Engineer Part 86. Das ist hier ganz frisch von heute. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und gucken, was wir da erlegt und erreicht haben. Wir haben nämlich kräftig weitergebaut und es gibt ein paar nette Fragen, die ihr entscheiden könnt. Was haben wir sonst noch? Das ist der YouTube-Button. Den solltet ihr drücken, wenn ihr mehr Bock auf Borderlands und Co. habt und Space Engineer und was sonst auch alles. Einfach mal abonnieren den Kanal und ihr verpasst keine weitere Folge mehr auf diesem Kanal. Social Media Kram, Google Plus, Facebook, Twitter sei auch noch empfohlen. Da gibt es auch noch ein paar Infos rund ums, wenn man nicht klappt. Und da kann man mich auch immer sehr gut erreichen. Also nicht vergessen, Social Media Kram, gerade Facebook und Twitter. Alle Links und URLs findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Kommentarbereich, der gerne von euch gefüllt werden muss. Sonst ist es nämlich eigentlich traurig und einsam. Also schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, wie ihr hier die Sache angeht oder am besten mit welchem Charakter ihr spielt. Also schreibt es mal rein. Mich würde es freuen. Freuen würde mich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das heißt, es hat euch gefallen. Daumen unten, naja, das heißt, ich habe noch was, deutlich was zu verbessern. Das ist okay, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.